Dein Kind beschäftigt sich mit seinem Handy, vor allem mit Brawl Stars, TikTok oder YouTube-Videos und du fragst dich, ja, gibt es denn da nichts Sinnvolleres, was mein Kind mit seinem Handy anstellen kann? Gibt es keine Spiele-Apps, welche ja doch einen sinnvollen Charakter haben, einen pädagogischen Hintergrund und vielleicht dem Kind auch ja, gewisse Lernfelder auch beibringen während dem Spielen? Ja doch, diese Spiele-Apps gibt es und 5 davon stelle ich dir hier in diesem Video vor. Ein digitales Willkommen hier bei Lösungen für die Medienerziehung. Ich bin der Ben und heute geht es also um pädagogisch sinnvolle Spiele-Apps, damit dein Kind mit seinem Handy nicht immer nur Brawl Stars oder YouTube-Videos schauen oder TikTok, ja, damit sich beschäftigen muss, sondern da auch wirklich pädagogisch sinnvolle Aktivitäten, Spiele-Apps findet, welche eben auch gewisse Lernfelder dem Kind auch näher bringen. Als erstes möchte ich dir die wunderbare App Monument Valley vorstellen. Ja, Monument Valley, das ist eine surreale Entdeckungsreise durch wunderliche Architekturen, ja, und unmögliche Geometrie. Deine Aufgabe ist es, die stumme Prinzessin Ida durch diese mysteriösen Monumente zu führen und dabei eben auch das rätselhafte Krähenvolk zu überlisten. Dabei entdeckst du verborgene Pfade und du legst optische Täuschungen und Illusionen offen, indem du mit den Regeln der Realität brichst. Ja, diese App ist wirklich wunderschön umgesetzt und ja, dieser gewisse Mindfuck-Charakter durch diese optischen Täuschungen verleiht dieser Spiele-App wirklich so das gewisse Etwas. Als nächstes stelle ich dir eine wirklich sehr lustige App vor und zwar ist das die App Oprah Maker. Ja, du denkst, Oper und Kinder passen nicht zusammen? Falsch gedacht, denn in dieser wunderbaren App Oprah Maker können die Kinder quasi ihre eigene Oper selbst gestalten und zwar ja, von der Hintergrundgeschichte über das Bühnenbild bis hin zur musikalischen Untermalung gestalten hier die Kinder ihre eigene selbst komponierte quasi Oper. Wer mag, kann seinem Theater mit Mikrofon und Kamera auch noch eine persönliche Note verleihen. Ja, wirklich lustig und echt cool umgesetzt, diese App Oprah Maker. Die nächste Spiele-App, die könnte die Lesekompetenzen deines Kindes wirklich effektiv steigern. Und zwar heißt diese App Die 3 Fragezeichen Kids, Codewort Phantom. Die 3 Fragezeichen kennst du vermutlich bereits und hier in dieser spannenden Geschichte entdecken die 3 Detektive in einer Schatulle einen mysteriösen, seltsamen Schlüssel. Könnte dieser Schlüssel etwas mit dem Erbe des verstorbenen Herrn Steinbergs zu tun haben? Ja, natürlich, das passiert ja nur in diesen Geschichten, dass irgend so ein Schlüssel, irgendein Zusammenhang mit einem großen Erben eines bekannten, berüchtigten Herrn Steinbergs zu tun hat. Ja, und somit kannst du in dieser wunderbaren Geschichte den Detektiven Justus, Peter und Bob helfen, diesen rätselhaften Fall zu lösen. Dabei sollst du aktiv Personen befragen, Indizien aufspüren und Beweismaterial einsammeln. Eine Vielzahl kniffliger Spiele wartet auf mitratende Hobbydetektive. Ja, dieses Spiel ist wirklich eine wunderbare Umsetzung eines ja, interaktiven Leseerlebnisses und wird dein Kind eben somit auch zum Lesen animieren und seine Lesekompetenz auch steigern können. Als nächstes möchte ich dir Code Monster vorstellen. Ja, Code Monster, das ist zwar keine App, dafür aber ein umso cooleres Programm. Und zwar, ja, lernt dein Kind mit diesem Programm unter der vertrauensvollen Aufsicht des Lehrers, eines süßen kleinen blauen Monsters, die Grundlagen der Programmiersprache JavaScript kennen. JavaScript, das ist eigentlich eine der gängigsten Programmiersprachen und somit eben, ja, kann dein Kind mit dieser Programmiersprache auch ganz viele Sachen selbst im digitalen Bereich programmieren. Dieses Programm ist grundsätzlich auch für jüngere Kinder sehr gut geeignet,
Es ist allerdings in englischer Sprache, wobei ich schon sagen muss, ja, auch durch die automatische Übersetzung auf der Seite sollte es recht gut klappen. Und ganz nebenbei möchte ich hier noch erwähnen, ja, die meisten Programmiersprachen haben nun mal auch englische Begriffe enthalten und somit macht es da schon Sinn, vielleicht deinem Kind oder dein Kind zu überzeugen, dieses Programm auch auf Englisch durchzumachen, denn damit kannst du auch gleich zwei Fliegen mit einer Klatsche schlagen quasi, indem das dein Kind nicht nur das Programmieren, sondern eben auch ein wenig Englisch dazulernt. Somit ist dieses Programm meines Erachtens eben wunderbar auch für jüngere Kinder gut geeignet. Ist dein Kind so ein richtiger Erfindungsgeist und erfindet gerne die lustigsten Sachen, ja dann ist die App Pettersons Erfindungen genau das Richtige für dein Kind. Der alte Petterson, der baut nämlich die unmöglichsten Apparate, um die Wünsche seines frechen Kumpels umzusetzen. Ja, und auch hier in dieser App hat sein frecher Kumpel namens Findus eine absolut ausgefallene Idee, nämlich möchte der mal richtig fliegen. Und dazu braucht es natürlich ein gewisses Fluggerät und das muss nun der Petterson bauen und dabei braucht er eben die Hilfe der Kinder. Und der Bau dieser speziellen Flugmaschine wird in dieser App wirklich ganz cool umgesetzt. Allerdings muss ich sagen, dass diese App ja für den Preis vielleicht auch ein bisschen zu kurz geraten ist. Man spielt das relativ schnell mal durch. Allerdings, ja, gerade Kinder sind da wunderbar interessiert, diese App auch mehrmals durchzuspielen und deswegen ist sie trotzdem diesen Tipp hier durchaus wert. Wenn du jetzt noch viel mehr solche genialen Apps, vielleicht auch Lern-Apps, welche dein Kind in den Schulfächern fördert, haben willst, dann empfehle ich dir hier unter diesem Video auf den Link zu klicken, denn da gelangst du zur goldenen Digitalliste mit über 130 genialen Spiel- und Spaßideen für die digitale Beschäftigung deines Kindes. Und jetzt gleich würde ich dir empfehlen, hier mit diesem Video weiterzumachen, denn da zeige ich dir eben gerade wunderbare Lern-Apps für aufgeweckte Kinder. Und in dem Sinn würde ich sagen, wir sehen uns hier gleich beim nächsten Video. Ein digitales Auf Wiedersehen von mir, eurem Ben.